Hallo liebe Freunde, wir wollen uns heute hier das Sternlichterblister von Feistel Feuerwerk ansehen. Ich hatte mal auf Facebook gefragt, sammeln oder zünden. Die Mehrheit war für zünden, also eigentlich waren alle für zünden. Ja, und heute haben wir die Gelegenheit, das zu machen. Wobei ich mir noch nicht so ganz schlüssig bin. Ihr müsst mir verzeihen, wenn ich mir vielleicht eine Heulfontäne aufhebe, weil die finde ich nämlich recht gut. Aber wir gucken mal. Ja, was ist da sonst noch drin? Wie gesagt, wir haben hier zwei Heulgeisterfontänen drin. Sehr schöner Heuleffekt, allerdings auch recht kurz. Man hat mir mal gesagt, dass die auch mal gerne zerlegen. Habe ich jetzt noch nicht so gesehen, ob das vermehrt der Fall ist. Werden wir ja sehen. Also wenn eine nicht funktioniert, machen wir auf alle Fälle die andere dann hier hinterher. Ist natürlich immer, 5 Sätze ist immer schon eine kleine brisante Sache. Ja, ansonsten ist noch drin eine Farbrauschfontäne, sehen wir ja, und 2 Falter, die eigenartigerweise hier so in der Verpackung geschwärzt sind. Warum das so ist, tja, keine Ahnung. Wir machen das Ding mal auf und gucken uns mal kurz nochmal die Artikel an. Fangen wir gleich mal hier an mit der Farbrauschfontäne. Die ist ja allgemein bekannt, hatte ich ja auch schon ein Einzelvideo von, aber wir zünden sie nochmal mit, weil sie ist eigentlich wunderschön. Dann haben wir eben, achso, kann man noch was zu sagen, ja, ist eben von Original Feistel Feuerwerk. Muss ja nicht immer so sein, so ein Blister, aber ist halt hier so. Hier haben wir eben diese Heulgeistfontäne, ne? Die hat ein Heuleffekt, meist ja so, und am Ende kommt noch mal ein bisschen Crackling raus. Davon sind 2 in diesem Sortiment. Wie gesagt, eine würde ich davon ganz gerne eigentlich behalten. Und dann haben wir hier diese Falter drin mit dieser unsinnigen Plastik-Abdeckung, sage ich jetzt mal. Weiß da nicht so wirklich, was der Sinn davon sein soll. Egal, wie die sind, kann ich überhaupt nicht sagen, ne? Das ist die BAM-Nummer, also P2 noch, 1173, Nachtfalter groß, eben von Feistel. Keine Ahnung. Ich hoffe, ich kann die gut filmen mit den aufsteigenden Effekten. Gerade so bei Falter habe ich immer so ein bisschen meine Probleme, die zu filmen. Aber wir werden das sehen. Ja, was sagt uns noch die Verpackung? Von wann ist das alles? Kann man nicht so genau sagen. Hinten hat man hier noch so einen kleinen Sicherheitsdingsbums. Und man kann sehen, die Verpackung hat also die Unbedenklichkeit von 1983. Muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass das Blister aus diesem Jahr ist. Aber eben, da hat man gesagt, okay, die Verpackung ist genehmigt. Naja, spielt ja auch nicht so jetzt wirklich die Rolle. Gucken wir mal, was wir davon so filmen können. Die Heulgeistfontäne von Feistel. Das Crackling war jetzt nicht so der Hammer, aber der Pfeifton ist schon geil. Wir werden mal die zweite auch machen. So, und nun hier live und in Farbe, naja, live nicht, aber immerhin, die Farbrauschfontäne von Feistel. Nettes kleines Teil. So, nun gucke ich mal, ob ich diesen Schmetterling raufkriege, ob er überhaupt fliegt. Und das ist ja bei mir immer so eine Sache. Stelle ich mich immer ein bisschen doof an. Na, mal gucken. Tja, er glüht.
Er glüht immer noch. Jetzt ist er auf. Wenn ich mal einen Falter filmen will. Also ich habe jetzt mal geguckt, die Lunte ist bis dahin gebrannt, wo diese Klebefolie anfängt. Und ein kleines Stückchen ist noch da. Ich guck mal. Nee, der will scheinbar partout nicht. Nehmen wir mal den anderen. So, mal sehen, ob wir mit dem zweiten mehr Erfolg haben. Ah, die Lunte sieht jetzt auch schon so komisch aus. Ach, ist ja scheiße. Glüht genauso vor sich hin. Na, ich guck mal, ob wir die noch irgendwo. Dann starten wir nochmal einen zweiten Versuch. Wie gesagt, ich denke ja, mit dem Film wird sowieso schwierig. Da bin ich unbegabt. Aber wir wollen dir wenigstens eine Chance geben, zu zeigen, was in ihn steckt. Boah. Ewig lange Flugdauer. Hat man nochmal ein bisschen die Einstellung verändert, dass man vielleicht ein bisschen mehr sieht. Die fliegen ja ewig lange, die Dinger. Boah. Also, Wahnsinn.